Wenn ich jetzt zu viel rede, bitte sag mir Stopp, es reicht, okay? Naja. Da rief eine Frau: Selig die Frau, die dich getragen hat, die dich geboren hat, sagte sie zu Jesus. Selig die Frau, die mit eigenem Milch dich gestillt hat als Kind damals. Und Jesus? Klare Antwort: Ja, natürlich, ich habe eine Mutter, meine Mama. Sie ist wirklich selig, groß in meinen Augen, aber noch viel, viel wichtiger ist, selig sind die, die Gottes Wort hören und verwandeln, umsetzen, soweit wie du das kannst. Klare Botschaft. Genauso wie das kleine, neugeborene Kind braucht die Milch eigener Mutter zu trinken. Noch mehr brauchen wir Gottes Wort zu hören. Boah, da muss ich zuerst tief atmen und sagen, mein Gott. Das heißt, was für das Kind unmöglich ist, ohne die Milch eigener Mutter zu leben, um immer zu leben, so wichtig, noch wichtiger ist mir Jesus. Ohne ihn, ohne sein Wort, habe ich keine Chance zu überleben. So wichtig ist mir Jesus, wie die Mutter Milch für das Kind. Wenn wir heute 13. Mai Mutter Gottes, Mutter Fatima schauen und ihr Leben betrachten, das Wichtigste, sie stellt uns immer den Jesus in der Mitte, nicht sich selbst, bitte. Wenn jemand sagt, Gottes Mutter Maria ist mir wichtiger, nein, das will sie selber nicht. Sie will das nicht, dass sie verehrt wird wie Jesus oder noch mehr wie Jesus. Sie will das nicht. Sie stellt sich selber in Schatten. In welcher Schatten? Jesu. Die Sonne ist Jesus. Sind die Schatten. In drei Worten kann man Jesu Maria betrachten. Das erste Wort heißt Fiat, lateinisches Fiat, Fiat voluntas tui, so sprechen wir, beten wir, es soll geschehen, wie du es gesagt hast, dein Wille geschehen, Fiat voluntas tui. Maria, wenn wir Maria kennenlernen will, ablesen will, ja, ihr gehört das Wort Fiat. Und sie kann wissen ganz genau, es geht um entscheidenden Tag, wo der Erzengel Gabriel fragt sie: Bist du bereit? Willst du, möchtest du? Gott hat für dich einen Plan, ein Projekt. Gott hat für dich eine wunderbare Zukunft. Aber willst du es? Und gerade diese Engelsbotschaft dürfen wir durch Maria auf uns heute genauso übertragen. Gott hat einen Plan für dich. Für mich. Etwas Wunderbares, Wunderschönes. Und dann denke nicht nur an deine irdische Zeit hier und jetzt, was hast du im Kirchenland, was hast du zu dich kleiden, wohin möchtest du verreisen? Mehr als das. Er denkt, er will dich, er hat einen Plan für dich, für immer, nicht für diese einzigen 90 oder 100 Jahre. Er denkt an dich. Ernst. Er hat für dich einen wunderbaren Plan, aber bist du bereit? Are you ready? Möchtest du das? Und Maria sagt, Fiat. Ja, so sollte es geschehen, wie Gott es will. Schwester und Brüder, dieser Fiat gehört zu unserem Leben. Dieser Fiat ist wie eine Abitur in diesem Monat Mai, Abiturierende. Sie rufen mich an, Pastor, eine kleine Kerze, morgen mein Abitur, mein Fiat. Ich muss etwas schreiben, ich muss etwas sagen, was auch stimmt. Abitur, Frage der Abitur. Bist du schon so weit und bereit? Oder wie oft hast du schon Gott Ja zugesagt? Vielleicht hast du oft Gott Nein zugesagt. Es gibt Menschen, die von Gottes Plan weglaufen, wegfliehen. Wer kennt das nicht? Ich selber. Ich als Pastor, als Priester, wie oft wollte ich schon weglaufen, auf mein Priesteramt verzichten. Mein Gott,
Ja, das ist eine Verführung, das ist eine Versuchung. Und Jesus kennt das. Gott ja zu sagen ist nicht einfach. Jesus kennt das, und diese Wüste, der Teufel kommt dreimal und versucht Jesus zu verführen. Dich und mich genauso. Ob du eine Mutter bist, ein Vater bist, ein Priester, Bischof, Papst, du bist immer verführt, auf die Probe gestellt, dass du endlich sagst, Fiat, ja, jetzt weiß ich, was ich will. Manchmal, wie oft habe ich zwar leiden müssen, um das zu verstehen. Durch das Leid, ich kristallisiere mich. Durch das Leid entdecke ich Gottes Plan, andere Wege, andere Möglichkeiten. Fiat, ja, dein Wille sollte geschehen. Jetzt weiß ich, was du willst. Das zweite Wort, was Maria gehört, ist Magnificat. Wer kann das nicht mehr? Meine Seele preist des Herrn. Nicht mein Leib, meine Schönheit, wie toll ich bin, auf dem Konto, was ich habe. Ich, Gott, ich danke dir. Ja, meine Seele. Bei Gott zuerst die Seele, dann mein Leib, aber nicht umgekehrt. Meine Seele preist, also freudig, freut sich. Schaut mal, Bilder. Wenn ich jetzt euch frage, was ist euch wichtig, das Wichtigste im Leben? Wo danken Sie? Wo machen Sie sich stark? Oder was macht Sie stark? Können Sie mir beantworten? Was macht euch stark? Jeder hat eigene Antwort. Ne? Maria sagt Magnificat. Freude. Freue dich. Das, die Kinder wissen schon, was die Freude ist. Ne? Ich sage das Gleiche anders. Die Freude ist etwas, was uns geschenkt ist. Und ohne Freude sind wir genauso wie diese Mutter Erde ohne Sonne. Die Sonne spendet uns etwas und die Erde freut sich. Diese Frühling, Osterzeit, Monat Mai, zeigt uns, welche Freude ist in der Natur, in dieser Sonne, in diesem Spiel zwischen Himmel und Erde, welche Freude. Und wenn wir diese Freude löschen, sorry, da sind wir tot. Ich denke an mich selbst. Wenn meine Freude gelöscht ist, ich bin gelöscht. Es ist genauso, wie die Sonne sterben sollte. Die Sonne darf nicht sterben. So stirbt die ganze Erde sofort. Wenn wir die Freude löschen, da sind wir tot. Geistlich. Und nicht nur. Magnificat. Meine Seele preist den Herrn. Diese Quelle der Freude, nicht ich bin ich selber oder jemand, den ich mich verliebt habe oder verliebe mich, ist auch natürlich eine große Freude, aber nicht die Quelle. Die Quelle der Freude ist Gott. Es gibt keine andere Sonne als nur die, die da morgen, heute wieder da. Gott ist meine Freude. Magnificat, freue dich. Das ist die Botschaft bei der Jesu Geburt, bei den Hirten. Geht und lassen wir uns gehen und anbeten. Lassen wir uns machen auf den Weg, weil die Geburt Jesu Christi ist die Geburt der Freude. Jesus geboren ist für die Freude der ganzen Welt. Genauso seine Auferstehung, die Freude. Und warum die Freude so wichtig? Weil, wo die Freude herrscht, was herrscht da? Was kommt dann? Da kommt der Friede. Bitte, wie einfach ist das, ne? 2000 Jahre leben wir auf dieser Erde, wir verstehen das nicht. Der Friede kommt dann, wenn, wo die Freude ist. Bitte, heute Nachrichten, Fernsehen, wir schauen wieder an, wir schauen die Bilder, welche Bilder. Fragst du dich, wo ist die Freude noch? Wo die Freude wohnt, wohnt der Friede. Und umgekehrt, wo die Freude gelöscht ist, ist gelöscht. Der Friede. Entsteht der Krieg. Sorry, da bin ich direkt. So entsteht der Krieg. Weil die Menschen sich nicht freuen können. Puh, sie haben vergessen vielleicht, sich zu freuen. Und das dritte Wort, Maria, zu Maria gehört, ist Stabat.
falls ihr in Fastenzeit singen, Stabat Mater Dolorosa, oder dem Kreuz, das ihr steht, der Karfreitag, Schlüssel, der ganze Karwoche, der traurigste, schwierigste Tag des Lebens, Mariens und Jesu. Solche Karfreitage geschieht jedem von uns und vielleicht mag er nicht nur ein einziger. Wie oft, Pastor, wie viele Karfreitage habe ich schon gelebt, sagte mir eine ältere Dame in Meschede. Wie viele Karfreitage habe ich schon gelitten und ich bin noch nicht am Ende. Karfreitag, Stabat Mater Dolorosa. Sie steht unter dem Kreuz. Sie konnte wegfliehen, sie konnte wegschauen. Jesus konnte selbst weglaufen vor dem Pilatus noch. Aber Jesus bleibt, läuft nicht weg. Und was Jesus tut, tut sie auch. Natürlich, die Mutter steht immer zu dem Kind. Und das Kind steht zu der Mutter. Stabat Mater Dolorosa. Also es gibt manche Tage in meinem Leben, deinem, meinem, wo das Einzigste, was mir bleibt, ist, ach, aushalten, durchhalten, sagt er meine Oma in Schlesien. Kein zwei Oma, da kennst du, weißt du was? Aushalten, durchhalten. Ja, manchmal ist es so, bleibt nichts anderes. Aushalten und durchhalten. Nicht weglaufen, nicht wegschauen. Nach jedem Regen kommt die Sonne wieder zurück. Meine Oma in Schlesien, ihre Worte zitiere ich. Nach jedem Gewitter kommt die Sonne wieder zurück. Aber während es wieder kommt, was machst du das? Nicht weglaufen. Stabat. Halte durch. Aushalten. Und warte. Was machen die Vögel draußen, wenn der Gewitter kommt, das Gewitter kommt? Sie müssen aushalten. Sie fliehen nicht weg nach Afrika, woher sie kamen. Aber das machen wir gerne, ne? Meine Frau gefällt mir nichts. Eine sagte ein Mann, Pastor, was mache ich? Meine Frau ist älter geworden. Was mache ich jetzt? Er sagt, wie jung bist du noch? Aha, das gleiche Alter, was sehen. Bitte. Also, aushalten, Stabat, still. Manchmal kommt die Stille, wie im Krankenhaus. Der sagt, ich habe alles gemacht für ihre Mutter. Was bleibt, ist warten, warten und noch einmal warten. Und die Hoffnung nicht verlieren. Stabat Mater Dolorosa, diese drei Worte. Fiat, dein Wille geschehe. Oder zweite, Magnificat, freue dich. Und das dritte, Stabat. Bleibe dort, wo du stehst. Die Sache, deine Krise, die du jetzt hast, findet eigene Lösung, ohne dich zu fragen. Vertraue Gott. Das sind Jesu Worte, ihre Worte. Ich mache Schluss. Fiat Magnificat Stabat. Danke. Wir wollen jetzt beten für die Bitten.